Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Ak ist natürlich auch am Start. Ak, bleib hier! Ak, bleib hier! Was geht ab? Du lernst von Petra mehr und mehr. Ich habe immer noch keine Spulen, nehme ich an. Ja gut, da können wir dir noch nichts schenken, tut mir leid. Wir haben auch wieder Post. Wir haben vermutlich, vielleicht auch ein Lama, das gucken wir gleich. Und wir müssen ein bisschen was gut machen, weil sowohl Emily und Sophie sind ja Sophie. Nee, Sonja nicht Sophie. Sophie ist die Oma. Gut, die ist bestimmt auch sauer auf uns, aber. Hey, Handwerker. Da der Hafen jetzt verbessert wurde, wollte ich dich informieren, dass wir weitere vorgefertigte Entwürfe von Vega 5 importieren konnten. Mit diesen Teilen steht uns jetzt das Produktionsgebäude in unserem Katalog bei A und G zur Verfügung. Das solltest du dir wirklich mal ansehen. Ist das die Fabrik? Ich glaube, das ist die Fabrik. Ich habe eine Fabrik. Dank der Verbesserung des Hafens von Portia könnten wir jetzt den neuesten Reliktscanner von Vega 5 in die Finger kriegen. Das sollte allen Ruinentauchern bei der Arbeit helfen. Für die Verbesserung des Schaltpuls vor dem verlassenen Ruin ist ein einmalige Gebühr erforderlich, okay? Und von Django, hierbei sind ein paar köstliche Meeresfrüchte von Todi. Er hat zu viele mitgebracht, also gebe ich ein paar an meine Freunde ab. Ja, nehmen wir natürlich. Dem alten Verbrecher. Tja, dann sortieren wir mal alles hier ein. Habe ich fucking 270 Dauer, also die ganzen Preise, die wir gewonnen haben. So, Dr. Su möchte sich mit uns treffen. Das können wir eigentlich mal machen, mit dem sind wir noch nicht so gut. Ich schrieb einen Brief an meinen Meister in Seasai über einige meiner Recherche. Ich hoffe, der Brief findet ihn. Dinge scheinen auf dem Weg zu verloren zu werden. Aha. Hallo. Hallo. Ich recherche ein paar alte medizinische Geschichte. There used to be a Western and an Eastern thought on medicine, and they are radically different. I wonder, how will Phyllis think of them? Gute Frage. Nächste Frage. Machen wir. Gut, morgen haben wir eine Verabredung. Ich glaube, heute haben wir auch eine mit unserem liebsten Antoine. Kann das sein? Wir sind ja aktuell mit ihm. Nee, nicht mal. Antoine hat nur bald Geburtstag. Ja, die Beziehung müssen wir eigentlich auch wieder auflösen. Wir müssen ja Emily heiraten. Aber die ist jetzt aktuell sauer. Also können wir auch hier ein bisschen gleichgeschlechtlich unterwegs sein vorher noch. Also die wilden Jahre. Ah, Anton und ich, ne? Da geht was. Wo habe ich denn meinen Staubwedel? Geht da denn auch was, Staubwedel? Sehr schön. So, das heißt, ich muss gleich hier erstmal viele Dinge gucken gehen. So, ihr seid alle glücklich. Ihr seid alle glücklich. Dann machen wir euch doch mal alle glücklich. Okay, blöde Außenwinkel. Ja. So, und euch auch nochmal, perfekt. Dann schauen wir mal, ob es einen Lama gibt. Oh, warte, wir können ja kurz hier. Da geht natürlich was. So, ist meine These... Ja, da sehe ich doch einen Lama. Hallo Lama! Füttern. Achso, ja. Guck mal, wir haben doch bestimmt hier so einen schönen Aroma-Apfel. Der gefällt dir doch, oder? Ja... Ja, schöner Aroma. Oh ja, So, jetzt ist es schon wesentlich... Wow, es wird immer glücklicher. Und jetzt wird's gezähmt. Es wird bestimmt wesentlich entspannter jetzt sein. Ja, wildes Tier. W. S. Ich finde es immer noch faszinierend, dass dieses Zähmsystem, das ist hart eher konsolenlastig oder controllerlastig als hier am... Mist. Mist, schon wieder daneben. Alles am PC. Dann muss ich mich tatsächlich ein wenig konzentrieren. So, ja, ein S haben wir noch, ein W, ein S, ja, ein A, ein D. Bin ja froh, dass es nur die Steuerungsbuchstaben sind und nicht noch irgendwas. Wobei mir dann immer so auffällt, ne, das ist ja fast in jedem Spiel die Steuerung einfach, um sich zu bewegen. Und trotzdem muss man, also muss ich zumindest drüber nachdenken, wenn es darum geht, okay, welcher Buchstabe davon ist jetzt nochmal W und welcher ist S und wer war A und D? Ne, wenn man es dann kurz gemacht hat. Ey, schon wieder fehlgeschlagen. Ich hab's doch extra vorher glücklich gemacht. Muss ich vielleicht länger da einsperren, bis es mürbe wird. Okay, wir werden jetzt wieder eine Fangbox. Ich will dieses Lama haben, Freunde. Ich will das haben. Das kann ich jetzt einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass das dauernd entkommt. Geht doch nicht. Eine können wir noch machen. Danach müssen wir Federn finden oder herstellen. Ich weiß es gar nicht mehr. Was von beidem der bessere Weg ist.
Ja, ich will das haben. Vielleicht müssen wir dafür auch ein bisschen was hochskillen, das kann natürlich auch sein. So, ich will jetzt mal kurz schauen, wie es Emily geht. Orsi, wir müssen los. Noch wirst du nicht abgelöst vom Baumwolllama. Hast nochmal Glück gehabt. Hier ist Emily. Hey du, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ja, das sagst du jetzt noch 2-3 Tage und dann. Dann sind wir wieder cool, oder? Ja, eigentlich die Frage, ich habe bei der so viel soziales Plus gehabt. Ja, immer noch fast voll. So, Antoine ist jetzt aktuell mein Liebster. Ah, hier wieder Sektenversammlung. Mach kurz, ich nehme kurz einen Auftrag an und dann würde ich direkt mal instant so... Hello, Darling. 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 This is exhausting. I could fall asleep at any time. Oh, es tut mir so leid, aber hier, ich hab dir dein Mittagessen mitgebracht. Schönen Obst. Wow. I like it. Na klar. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Umarmung, ne? Kleine Umarmung. Ja, und ne, wir sehen uns ja bald wieder. Aber Küsschen, Abschiedsküsschen gibt's auch noch. Oh, das ist aber sehr, sehr romantisch. Oh, oh. Wir haben uns zwar kaum berührt, aber okay. Okay, gut. Also ich muss jetzt aber auch... Ich muss arbeiten, Darling. Ne? Also. Schöne feine Auftrag. SS Plus Handelsauftrag. Ja, 6.000 für ein Wasserrad oder läppische 1,3 für wasserdichte Lampen. Ja, nehme ich. Und dann gehen wir mal gucken, was wir brauchen für die Fabrik. Eine Fabrik! Du. Hallo? Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie so husten, aber ich hätte gerne eine Fabrik. Ja, bauen, Fabrik. Bauen. Die kostet ja nix. Und ich hab gedacht, ich muss sparen. Ha, ha, ha. Süß. Okay. Erhöht die Zahl der Maschinen, die installiert werden können. Wir brauchen 18 Verbundholzbretter, 18 Aluminiumplatte und 2 verbesserte Motoren. Ja, kaufen wir. Ist doch klar. Ist doch ganz klar. Albert, ich brauch das. Hol nur kurz die Sachen, okay? Well, it's just some extra work. Mr. Musa was nice enough to cover it for us. I hope Toadie doesn't go crazy once he's let out. Ja, das hoffe ich auch. Hi. Hi. Let's play sometimes. You certainly have my attention. Sehr gut. Habe ich einen Stein dabei? Nee. Sagen wir ihm auch noch hi. Hi. Albert is a good partner. Also a good friend. Sehr schön. Es freut mich natürlich, dass ihr beides so gut miteinander klarkommt. Ich gehe jetzt kurz Sachen holen und dann... Dann können wir, ne? Also dann. Wir bauen eine Fabrik, das finde ich ziemlich schick. Ist nur, der Schneemann hält noch durch. So, aber ich habe hier nur Holzbretter, keine Verbundholzbretter. Was sind Verbundholzbretter? Wo kriege ich die jetzt her? Gibt's die hier? Holzbrett, Verbundholz. Danken wir erstmal auf und dann hätte ich gern hier. 9 Stück. Das dauert 18 Stunden, okay. Also, na, ja, ist ja gut, Pferd. Das heute, wenn wir uns keine Fabrik mehr gönnen, ich sehe schon. Aber morgen dann. Morgen gibt's eine Fabrik. Gut, das wäre erledigt, das wäre erledigt. Jetzt können wir ein Wasserrad brauchen, ne? Das können wir vermutlich nicht auf Anhieb direkt bauen. Oder? Uns fehlen 12 große Eimer. Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich eher hier. Oder halt auch nicht. Große Eimer. Das sind die, die wir immer gefunden haben, meine ich. Da. Uns fehlen 12, ich könnte 124 herstellen. Das heißt, auch das ist kein Problem. Gott sei Dank haben wir genug Material. Auf Vorrat.
So, dann... Weißt du, was hier Hartholz braucht? 50, wir haben 5000. Ja, cool. Gefällt mir. I like. So, dann schauen wir hier mal noch rein. Die Hennen. Gut, Apfelsaft. Apfelsaft müssen wir noch produzieren. Jo, einmal Apfelsaft, bitte. Und hier machen wir auch direkt nochmal Apfelsaft. Wunderbar. So, Apfelsaft ist in Produktion, dann können wir das auch abgeben. Baumwolle. Nicht genug Baumwolle, korrekt. Kartoffelfrucht. Faserstoff haben wir schon abgegeben. Leder. Da müssen wir aber auch produzieren, was braucht man dafür? Was brauchen wir für das Leder? Drei haben wir hier. Achso, es wird schon produziert. Bambus-Papaya. Das können wir höchstens pflücken gehen. Ich meine, den könnte man auch anbauen, aber in der Menge eher unwahrscheinlich. Wie lange brauchen Baumwolle zum Wachsen? Frag mein Freund, ich muss hier mal kurz an den Inventar. Alle Samen hinzufügen? Nein, ich möchte diese Samen rausnehmen, diese Samen und diese Samen rausnehmen. Dann schauen wir mal kurz da rein. 5 Tagen voll entwickelt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, würde noch gehen, wenn wir es jetzt pflanzen. Außer du stehst mal wieder im Weg rum. Dann müssten wir aber auch hier Dings bauen. Saatkistchen. Warte, wir machen mal kurz ein paar Kupferspulen. Können wir dem Acker auch was schenken? Ne, hier müsste es ja eher sein. Möbel, 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 Möbel. Kleiner Pflanzkasten. Dann machen wir halt nur 6 Stück. Was halt geht, ne? Wenn wir mehr nicht machen können, können wir mehr nicht machen. Habe ich Dünger einstecken? Nein. Holen wir uns Dünger? Ja. Gut, viel ist da nicht mehr drin. Dann baue ich die 6 Kästchen jetzt mal hier hinten in die Ecke. Meine Geheimkisten dann. Ich würde ja sagen, da hat keinen Zugriff drauf, aber na, stimmt auch wieder nicht, ne? So. So. Ja, vielleicht doch von der Dings die Auto-Bewässerung holen. Vielleicht bringt die ja doch noch was. Das habe ich immer noch nicht getestet. Das wollte ich ja eigentlich mal machen. Düngen! Erst die Pflanzen einpflanzen, das macht vielleicht mehr Sinn, oder? So. Ein Pflänzlein, ein Pflänzlein, ein Pflänzlein. Du hast schlecht gelauntes Pflänzlein. Die sind ja eigentlich nicht so anspruchsvoll, aber wir düngen sie natürlich trotzdem. Wollen ja nicht, dass sie schlecht gelaunt sind. Also Sonntag, 11 Uhr, haben wir die auf jeden Fall fertig. Vielleicht, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie viel so aus einer Pflanze rauskommt. Das müsste man dann halt eigentlich mal gucken und überprüfen. So. So. So, Horsi, wir haben unser Ding getan, so. Wie lange braucht das hier noch? 2 Minuten, die warten mal. Oh, sieht halt schon schön aus. In der kleinen Kugel. Oh, ja, schon dieses Miniatur. So, direkt mal eingepackt. Oh, ist direkt noch hier vorne, perfekt. Hey, yo, Phyllis. I'm just glad no one was hurt in the fire. What was that man thinking? Vermutlich gar nichts. Hi. Aber ich hab da was. Ziemlich gut verarbeitet. Wenn es dir jemals schlecht geht, dann komm in unsere Klinik zur Untersuchung. Spring is a wonderful season. Würde ich tun. Pretty flowers everywhere. They almost compare to my beauty. Ja, aber nur fast. Nur, ich weiß nicht, also das Einzige, was deine Schönheit noch mehr hervorheben könnte, wäre eine Muschelhalskette. Ja, du bist da anderer Meinung, ne? Okay. Dann halt nicht. Ich gehe mal kurz beim Hafen schauen, was da so geht. Ob da jetzt, ne? Also wenn da jetzt, also jetzt scheint ja alles offen zu sein. Ob wir da vielleicht mal, ne?
KI-Chips kaufen können. Das wäre natürlich richtig Premium. Ja, sieht nicht so aus. Hallo? Hallo? Verkauft mir hier irgendwer was? Hallo? Ich habe Geld, ich möchte es loswerden. Irgendwer? Irgendwer Interesse? Ja? Da sehe ich mich doch. Oh ja. Oh. Oh. Ein Mini-Bohrer. Ziemlich selten. Leute, wir müssen jetzt erstmal eine Runde einholen. Staubsauger? Staubsauger, ne? Immer gut. Okay, fangen wir vorne an. Was ist das? Kamera. Kann wertvolle Momente auf Fotos aufhalten. Ja, brauchen wir nicht. Montage, Bauplan. Baue das Produkt an der Montagestation, sobald du den Bauplan hast. Werbeschild. Pflanzenständer. Laufband. Laufband, okay. Gemälde einer Stadt auf dem Meer. Vega 5. Vom Wanderkünstler Wei. Aber sieht ein bisschen untergegangen aus. Das sind Teppiche, ne? Gut, wir gönnen uns jetzt erstmal natürlich so einen Bohrer. Ja, Preise sind aktuell hoch, aber mein Gott. KI-Chips. Wir brauchen welche. Oh, die kann ich aber nur tauschen gegen andere Chips. Ich möchte jetzt nicht lernen, eine Kamera zu machen. Senf, Zitronen, ein Hula-Hoop. Ich würde jetzt eher sagen, das ist ein Rettungsring, aber mein Gott. Ein Drehball. Ja, Haustiere brauchen wir nicht. Ein Verteidigungsaccessoire. Ja gut, das heißt, ich würde jetzt mal gucken, dass ich hier uns Dings besorge. Drei von unseren Chips. Dann kann ich da schon mal was tun. Bossi, wir müssen los. Endlich gibt's KI-Chips. KI-Chips. Morgen bauen wir uns eine Fabrik. Ist das geil oder ist das geil? Hier ist auch alles grün. Ah, schön. Frühling ist einfach schön. Bossi, volle Power, hüpfen. So, dann muss ich mal hier in die Elektronik rein. Was waren die, oder? Oder waren es die? Nee, ich meine, das waren die Chipsets. Drei Chipsets. Guten Chipsets. Gibt einen kleinen, aber feinen. Ich habe einen Bohrer. Finde ich geil. Den habe ich ja auch wohlweislich schon komplett hochgeskillt. Also ich bin jetzt in der Lage, komplett die Minen zu verwüsten. Wird hier Danas Unternehmen untergraden, das Land schwemmen mit. Ja. Ja, zwei Stück, mehr gibt's halt noch nicht, ne? Wir kommen morgen wieder. Ich kaufe mir nochmal welche. So. Vielleicht, ne? Könnt ihr jetzt auch hier oben? Ne, hier ist nichts offen. Okay. Sternenlichtinsel ist auch nichts offen. Toll. Ich brauche die nächste gefahrvolle Mine, das geht so doch nicht. Und jetzt können wir, glaube ich, unseren Aktivierungschip bauen. Oder wir machen das Uplift-Geschenk. Ich weiß es nicht, was will ich denn zuerst haben? Moment mal, wir haben hier zwei. Für Abluft brauchen wir eh drei. Machen wir erstmal das hier jetzt. So, haben wir gebaut. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir damit aktivieren können. Lucy möchte etwas. Ja, schön für Lucy. Schauen wir doch mal nach. Merlin will den Roboter wieder zusammenbauen, aber ihr fehlt ein Chip, um ihn einzuschalten. Sie braucht deine Hilfe. Bring den Aktivierungschip zum Forschungszentrum, sobald er fertig ist. Ja, das klingt doch gut. Alles, was geht ab?
Hello. Do you see anything you like? All my flowers are freshly picked. Nein, du gefällst mir nur. Do you see anything you like? Ja, ist ja, ist okay. Tschüss, tschüss. Meine Prinzessin. Moment, warum laufe ich eigentlich? Ich habe doch ein Pferd. Aber was passiert, wenn wir ihn aktivieren? Ob er Amok läuft und uns alle umbringt oder halt einfach nur eine Maschine ist, die hart chillt? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Cliffhanger. Also, morgen 18 Uhr wieder einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Und morgen geht's weiter. Bleibt gesund. Hau rein. Bye, bye.